Lass mich wieder einreden. La 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 la. Aufnahme starten. 3, 2, 1, go! Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Prison Architect. Ich bin vor. Ja, kurz und knackig hat mir hier jemand geschickt, Garbage funktioniert so nicht, weil der nicht an Ding rankommt, an die Straße. Das ist irgendwie doof, wohl. Das ärgert mich jetzt aber auch, weil das irgendwie eigentlich richtig doof ist. Deswegen habe ich mir aber gedacht, ganz ehrlich, Garbage ist doch nicht so groß. Muss man doch nicht hier so riesig machen. Also habe ich mir gedacht, Materials, Fence. Wir ziehen hier eiskalt nochmal eine Fence rum. Und Demolition allerdings den ganzen Dreck. Funktioniert das doch. Irgendwie trägt da gerade jemand den Müll raus. Keine Ahnung, irgendwie macht er was Komisches hier. Ich nehme auf jeden Fall hier Rooms und dort nehme ich die sogenannten. Was sind das? Garbage Room. Ich cancel den ganzen hier. Und der hier wird zum Garbage Room. Da stellen sie einfach ihren Müll hier hin, das passt dann schon. So ist das vielleicht ein bisschen leichter für uns. So, und ich soll diese Zone hier ganz einfach sperren. Das hätte auch geklappt. Okay, von mir aus. Aber egal, ich fasse das jetzt trotzdem, damit ihr auch seht, was der Kerl meinte. Damit ihr auch seht, dass ich das lese, was ihr schreibt. Was meint? Moment, was ist der inzwischen? Current no purpose. Okay, der ist auch nicht. Ich verfolge die Updates ehrlich gesagt nicht. Mit dieser schwarzen Zone ist einfach Staff only. Hier darf nur Staff rein. Das heißt zum Beispiel auch, hier darf nur Staff rein. Hier dürfen auch nur Staffs rein. Und hier oben ist da irgendwo was. Nein, das passt so. Und dann ist irgendwie Max und Min ist wahrscheinlich Max und Min von der Sicherheitsstufe her. Weil ich nicht verstehe, warum, wo ist die mittlere? Wo werden die mittleren Leute eingestuft? Kommen die dann einfach nirgendwo rein oder sind die dann Default oder was? Was Gen Pop ist wahrscheinlich das wieder alles klären. So verstehe ich das zumindest momentan. Diese Anzeigen müssen echt besser werden, das ist ja unglaublich. So, auf jeden Fall können sie jetzt hier nicht mehr rein und da drüben auch nicht mehr rein. Das ist eigentlich ganz nett. Auch wenn jetzt eigentlich die Doors hier unnötig sind. Egal. So, wir wollen erstmal nicht Cloning, sondern wir wollen erstmal, bevor wir irgendwas machen. Ich habe gelernt, der Capacitor, also hier eine neue Power Ding Station ist okay. Hat nur einen Nachteil. Der ist sogar relativ groß. Wo ist denn hier eigentlich dieses Stromkabel ist schon da, ja. Und zwar, wenn die Kabel sich kreuzen, dann wird's problematisch. Deswegen hoffe ich, dass ich ehrlich gesagt den ganzen Komplex mit einer Power Station hinkriege. Wobei meine Lines ja jetzt nicht so unordentlich hier rumliegen. Mit einer Power Station hinkriege, sodass ich jedes dieser Gebiete, das ich dazu kaufen kann, mit einer eigenen Power Station versorge. So zumindest der Plan fürs Erste. Und da verlassen drei Leute und acht kommen, das passt schon irgendwie. Müssen die sich halt ein bisschen quetschen, meine Güte. So, was haben wir hier das letzte Mal alles gemacht? Die Leute konnten einfach hier raus. Und ich habe irgendwie. Keiner hat mir gesagt, ob das sinnvoll ist, hier Doors zu haben oder Cell Doors. Deswegen habe ich es einfach mal bei Doors belassen. Weil ich das dann doch irgendwie sinnvoller fand. Die großen Pipelines, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, sind übrigens unendlich an der Reichweite. Kosten halt dementsprechend mehr. Die hier reichen 16 Felder weit, wenn ich mich alles täusche. So. Kann man eigentlich noch was klonen? Hier kann man eigentlich noch. Hallo? Moment, das ist alles falsch hier. Nein, nein, ich will das so. Bis dahin, dahin. Bis dahin geht's dann einfach da eins hin. Dahin, dahin. Okay, gut, dass ich das irgendwie über Schulden hinaus machen kann. Das ist eine ziemlich nette Sache. Von mir aus. Dann arbeitet jetzt mal so weit ihr könnt. Okay, von mir aus. Soll mir recht sein. Soll mir alles nur recht sein. Der Typ steht da immer noch rum und guckt doof in der Gegend rum. Haben wir eigentlich irgendwelche Guards, die hier mal Zeit haben? Weiß nicht. Mal gucken. Hier mal. Du brauchst Ewigkeiten. Du stehst ein Feld davor und brauchst Ewigkeiten dafür, den aufzumachen. Guck mal, wie lange der braucht.
Nee, das war jetzt für den anderen, deswegen. Okay. Ja, never mind. Alpha Game, und selbst wenn das im Spiel später so ist, ist das auch annehmbar. So, ihr geht erstmal arbeiten, bevor ihr, glaube ich, irgendwas tut sonst, oder? Ja. Ah, Essen kommt immer erst danach. Die haben kein Frühstück, das ist nicht vorgesehen. Frühstück ist was für Weicheier und Leute, die nicht Verbrechen begangen haben. Da hier im Gefängnis nur harte Kerle oder Leute, die Verbrechen begangen haben, sind, kriegen die kein Frühstück. Also, brave Menschen dürfen, auch wenn sie harte Kerle sind, frühstücken. So ist jetzt meine Regel. Ganz genau. So, wie weit seid ihr hier? Ich glaube, für mehr reicht's nicht an. Bin surrounded by walls. Achso, ja, ja, gut, ja, verstehe. Oh, haben die schon überall das Klo hingestellt? Nee. Nee, haben sie nicht. Aber ihr seht, wir haben schon wesentlich mehr Platz für die Prisoner und da kommt noch wesentlich mehr Platz für die Prisoner hin. Das ist alles eine sehr gute Sache, das heißt, wir haben schon bald alles Mögliche. Was ist hier los? Moment. Was war das? Warum hat das so ein komisches Geräusch gemacht? Und was ist mit dem Strom los? Das wäre eigentlich mal ganz interessant zu wissen. Warum? Da hat irgendjemand wahrscheinlich noch vergessen, hier irgendwo dazwischen ein Stromkabel zu legen. Wahrscheinlich wird dieser jemand auch ich sein. Kann ich jetzt eh nichts machen. Und gleich nachher checken. Das ist doof, dass man die nicht ausschalten kann. Man kann die zwar irgendwie übereinander legen, aber man kann nicht ausschalten, eins von beiden ausschalten. Das ist ein bisschen doof. Finde ich ehrlich gesagt. So, und du wärst gleich wohin? Ah, du kommst in die Holding Cell. Okay. Ja, die Holding Cell war eigentlich mal gebaut, nur um den Grand zu erfüllen. Jetzt brauchen wir die echt. Das ist ja echt heftig. Was machst du mit dem? Achso, der kommt jetzt in seine richtige Zelle. What the fuck macht ihr da? Okay, von mir aus, ist mir jetzt auch egal. Ich finde übrigens, die Cops klingen so ein bisschen wie, die Roboter aus Half-Life 2. Muss ich ehrlich sagen, wenn sie so Funksprüche abgeben. Da, das klingt wieder voll wie ein Half-Life 2. Ihr eilt hier rum, okay. Nach von mir aus. Die bringt auch Wahnsinn viel. Achso, die ist also da. Okay. Von mir aus. Einer erwartet noch ein Solitary-Ding. Auch du bist ein böser Mensch gewesen. Kann man sehen, was du gemacht hast? Wahrscheinlich nicht, ne? So, was ich jetzt machen sollte, soll ich noch die ganzen Zellen hier durchbringen. Genau, wenn ich aufs Bett drücke. Ah, okay, wenn ich allgemein aufs Zellen. Nein, wenn ich aufs Bett drücke. Auf Ding auch, auf die Toilette auch. Also, wenn ich hier aufhänge, kann ich Search Cells machen. Das soll ich wohl ab und zu mal machen. Machen wir es einfach mal bei denen, wo niemand drin ist. Ich soll das nicht über diesen Befehl machen, weil der. Wenn ich Search Cell Block mache, wisst ihr dann? Kommen alle. Aber ich soll es nicht über diesen Shakedown-Befehl machen, weil dann irgendwie alles böse und so. Keine Ahnung. Ich soll nach Tunneln auf jeden Fall gucken. Die durchsuchen jetzt hier einfach mal alles. Machen wir mal eine große Durchsuchung, jetzt nachdem so viele neue Prisoner da sind. Was ist das? Was ist hier alles für Geräusche? Aha. Aha. Jetzt verstehe ich. Und das hier ist ein Tunnel. Da hat jemand einen Tunnel gegraben. Oh Gott, da haben sie ganz viele Tunnel gegraben. Oh mein Gott. Okay, und jetzt muss ich in Materials, genau, und dann Remove und dann kann ich nicht. Ah, deswegen funktioniert das nämlich so eh nicht, weil ich muss die sehen dafür. Und das kostet Geld, oder was? Okay, jetzt gucken wir mal, was sie überall gegraben haben. Alter, was haben die vor? Eine Verbindung zueinander, oder was? Alter Schwede. Ja, okay, also ich muss 300 noch was aussehen. Okay, danke für diesen Tipp, das ist ja eine coole Feature. Warum kamen die alle unter ihre Toilette? Warum fällt niemanden auf, wenn so ein großes Loch unter einer Toilette ist, selbst ohne die Zelle durchzusuchen? Holy Moses! Na, der Kerl hat gute Arbeit geleistet, wenn ich... Wenn mir dieser Tipp niemand gegeben hätte, dann wäre der von da drin, naja, er hätte eigentlich nur noch zwei Blöcke gebraucht, um rauszukommen, ne? Und irgendwie, da wurde mir auch gesagt, diese Perimeter Walls, glaube ich,
kann man nicht untergraben, aber die kosten halt auch Schweinegeld. Ich meine, guck mal, da kostet die Anschaffung einer solcher Wand fast so viel wie das Abschaffen aller Tunnels. Das ist natürlich eine Überlegung, eine Anschaffung, die man sich erstmal überlegen muss, ob das sinnvoll ist. Aber nun gut. Ja. Wir haben auf jeden Fall einiges bekommen. Jetzt so an. Ihr wollt da rein. Dürft ihr mal reingehen. Hi. Putzen, putzen, putzen. Du willst exercisen. Ja, putzen ist doch voll der Exercise. So, ich weiß noch nicht, ob ich die 8 Prisoner da gleich schon wieder nehmen soll. Was ist denn jetzt los? Gelten hier jetzt die Zellen nicht? Ah! Die hier zählt jetzt zum Beispiel nicht mehr als Zelle, weil da ein Loch drin ist. Ah, okay. Dachte doch gerade, irgendwas stimmt da doch jetzt gerade nicht. Gut, das machen wir natürlich gleich wieder weg. Das müssen wir warten, bis der Tag rum ist. Und dann machen wir die Löcher hier weg, dann bauen wir neue Zellen und lassen die 8 Prisoner trotzdem noch kommen. Okay, das ist ein neues Feature. Also, neu, leiten wäre technisch neu, also ist es wahrscheinlich schon seit 3 Monaten in diesem Spiel drin. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich habe schon mal, glaube ich, angemerkt, dass ich Prisoner-Architekten mich natürlich nicht so drum kümmere wie... Kirby Spaceman, was machst denn du da? Geh mal weg und arbeite wieder, bitte, danke. Danke. Ah, macht Spaß, Fans zu schauen. So. Ja, gleich ist es soweit. Irgendwie ist immer noch das Vorspulen etwas langsam, finde ich. Meiner Meinung nach. So, das heißt, wir müssen... Ah, guck mal, da fehlt das Kabel und irgendwie... haben wir wieder keine. Verstehe auch nicht warum. Ich verstehe es einfach schlicht und ergreifend nicht. So, jetzt gleich bevor wir das vergessen, cleanen wir hier mal die ganzen Schlösslöcher weg. Ist ja unglaublich. Das ist ja eine Unverschämtheit, ist das, ja. Was die sich hier erlauben, glaubt ihr ja gar nicht. Und die bauen hier weiter die Wände und alles, okay. Wollt ihr auch eventuell hier unten vielleicht die Kabel legen, wäre voll sexy. Vielleicht machen sie das ja echt jetzt gleich. Ansonsten muss ich jetzt noch was tun, genau, ich musste, doch, da muss ich schon hin. Diese Teile hier natürlich müssen die mit Wasser versorgt sein, sonst haben die nicht so viel da. Was macht ihr denn da? KI. Achso, war das Autosave? Nee, kann es sein, dass ich nicht bauen können. Keine Ahnung. So, dass hier welche in der Holding Cell sein müssen, das liegt da unter anderem daran, dass Leute zu doof sind, hier so doof sind und Tunnel bauen müssen. Ja, das muss ja nicht sein, Leute. Ne? Muss nicht sein. Warum hämmert ihr einen Tunnel zu? Oder Schraubendreher. Achtung, Schraubendreher. Warum macht ihr mit einem Schraubendreher einen Tunnel zu? So, tut mir leid, das wird dich beim Schlaf stören, aber Pech. So, jetzt müsste das gleich wieder verschwinden, ne? Sieht wieder aus. Ja, perfekt. Okay. Oh, das ist aber eine ganz schöne Arbeit, das heißt. Ja, meine Frage, baut ihr das dann noch? Also diese Kabelbugs, die sind ja inzwischen echt legendär. Also das ist ja nicht mehr schön. Also bei mir, was Strom in Prison Hightech angeht, das sind irgendwie so zwei Feinde. Die können sich nicht ausstehen, das geht einfach schlicht und ergreifend nicht. Das hier wollte ich eigentlich die ganze Zeit mal klonen. Beziehungsweise kann ich es von hier aus klonen, ja. Dann klonen wir das. Also ich weiß, das ist wieder scheiße, weil da die Drain, weil da die Pipes unten drunter falsch sind, aber ich bin jetzt zu faul, das nochmal nachzubauen. Deswegen lassen wir das einfach so und das ist halt falsch. Passt schon. Muss ja irgendwie, ne? Klonen können wir eigentlich auch nochmal das hier. Aber nicht komplett, sondern echt nur das hier. Gut, das reicht. Ich will ja noch Sheet Metal mir kaufen. Das machen die scheinbar echt gerade irgendwie nicht. Okay, dann machen wir nochmal sowas hier, dass die da... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es nervt mich. Ein bisschen. Extrem.
So, habt ihr jetzt alle Tunnel weggegraben? Nein, habt ihr nicht. Was ist denn heute los, Leute? Hallo? Da sind Tunnels. Die müssen weg. Mach mal. Tu mal bitte. Aber wir müssen schneller hier. Hopp, hopp, hopp. Was steht hier? Shakedown. Order and meditate search of all cells. Hallo, Guard. Hallo, bitte. Bitte, bitte, Guard. Danke. Search this will take some time and will annoy the hell out of the inmates. Aber wenn ich alle manuell, dann ist das okay. Spiellogik. Ich frag dazu gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich es aufnehme. Tut mir leid. Aber ich hoffe, ich habe jetzt mindestens einer Person so einen Ohrwurm versetzt. So. Alter, schnarchen die. So, jetzt haben wir auch mal ein paar Zellen hier, die funktionieren. Das ist schon mal gut. Ich hätte nur gern irgendwie noch den Strom, aber irgendwie sind die der Meinung, dass Strom voll uncool ist. Und deswegen wir keinen Strom brauchen. Na, ich sehe das ja ein bisschen anders, aber was die Workmen sagen, das scheint zu stimmen. Auf jeden Fall. 100 fucking Prozent. Was ist mit dir? Warum hast du einen grünen Pfeil? Wirst du nicht benutzt? Bist du unnötig? Bist du dumm? Du hast auch einen grünen Pfeil. Wahrscheinlich, weil die unbenutzt sind noch, weil die hier nicht angebraucht sind. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe die Frage schon mal gestellt und damals wurde sie mir schon mal beantwortet. Ich bin einfach zu blöd, um mir das zu merken. Ich habe übrigens schon wieder kein Geld mehr. Was machst? Oh Gott, die laufen da jetzt echt hier hinter. Na, das ist ja wunderbar. Ja, ich sollte übrigens noch hier Gras mal reinmachen, oder wollte hier mal Gras reinmachen. Das wäre doch mal voll die coole Idee gewesen, aber irgendwie habe ich dann doch gedacht, nee. Und Lock ist, wenn der ein Lockdown ist, dann ist es richtig lustig. Kann man aber dann glauben. Und ganz ehrlich, an der Stelle würde ich hier am ehesten die Tunnel graben. Hier sieht man ja nicht mal irgendetwas, weil es so dunkel ist. Es würde ja niemand mitkriegen. Warum läuft der Kerl durch die Wand? Kern, du hast ein Problem, mein Freund. Du hast ein ganz schön großes Problem. Du kannst durch Wände gehen. Alter Schwede. Das ist doch wieder unglaublich. Es gibt nicht so viel Müll. Übrigens, den schönsten Fehler, den mein Bruder mal gemacht hat, ist die Garbage Zone über die Delivered Zone machen. Da ist echt der Lastwagen ist zur Garbage Zone gefahren. Hat den Müll aufgeladen, ist zur Deliver Zone gefahren und da haben die ganzen Typen wieder Müll abgeladen. Das ist so eine lustige Geschichte, sah relativ cool aus. Ich glaube, der ganze Müll kommt jetzt aber nur daher, dass wir die ganzen Tunnel kaputt gemacht haben. Könnte ich mir mal vorstellen. Warum fährt der Wagen hier? Sag mal, welcher Wagen nimmt eigentlich immer wieder Müll mit? Also, Müll ist auch abzuholen. Danke. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass das nicht so war wie... Ich glaube, meine Taktik hätte funktioniert, die Garbage Zone muss eins hinter der Straße sein, weil das hier schon zur Straße zählt. Irgendwie sowas. Könnte ich mir gerade gut vorstellen. Und genau deswegen baue ich das hier alles auch nochmal um. Zum Glück kostet der Zaun nichts. Einen Moment kurz. So, da geht's weiter. Gut, ich habe jetzt irgendwie aufgenommen, aber meine Aufnahmepause macht keine Ahnung. Deswegen zur Synchronisation jetzt Stopp und jetzt weiter. Tut mir leid, das ist jetzt gerade zum Ende hin etwas doof gewesen. Irgendwie, deswegen, ich werde da jetzt irgendwas rausschneiden müssen. Mist. Hätte nicht sein müssen, ist es aber leider so. Tut mir leid. Ich eigentlich muss bis hier runter machen. Stellt mich sowieso schon die ganze Zeit dieser Zaun da. Bringt den Müll weg. Rooms. Wo ist das Garbage-Ding wieder? Müll, 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 Müll. Kitchen. Garbage da. So, ich glaube jetzt so ist es eher richtig. So. Und den Strom, den wollen sie allgemein hier nicht herbringen. Die sind der Meinung, dass Strom, wie gesagt, total uncool ist. Ja, ärgerlich.
Nichtsdestotrotz, auch wenn es vielleicht für euch auch ärgerlich ist, werde ich mit diesem Autosave auch diesen Part wiederum beenden. Wir sehen uns im nächsten Part. Mein Name ist Light. Bis zum dahin. Over and out.